Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu The Diary. Heute am Donnerstag, den 31.12.2015, der letzte Tag des Jahres. Und da das heute der letzte Tag des Jahres ist, lasse ich es mir selbstverständlich auch nicht nehmen, einfach mal mein persönliches Jahr mal kurz zu resümieren. Mein Jahr fing wie jedes andere auch im Januar an, bloß nicht so geil, wie ich es mir eventuell vorgestellt habe. Ich habe dieses Jahr etwas depressiver gestartet, was ich eigentlich schon aus 2014 mitgenommen habe. Da ging es mir schon seit September ein bisschen scheiße, weshalb es auch keine Videos gab auf meinem iPod-WTF-Kanal. Und es hat sich erst wirklich so gelegt, als ich so meine praktische Prüfung fertig hatte, weil vorher war alles so, kein Geld mehr, kein Antrieb mehr, Halbjahreszeugnis war kacke, ich habe keinen Job gekriegt. Aber dann, als ich wirklich mal meine praktische fertig hatte, dann hat es auch wirklich mal gefunzt, Alter. Ich habe endlich wieder ein bisschen Auftrieb gewonnen, was nicht zuletzt an diesem Channel hier lag, weil ich endlich mal wieder ein Hobby hatte, wo ich mich richtig reinhängen konnte. Und ab da habe ich mich so ein bisschen verändert. Ich wurde wieder ein bisschen weltoffener. Ich bin öfters rausgegangen. Ich hatte ein bisschen mehr Spaß in meinem Leben tatsächlich. Habe auch ein bisschen mehr Bezug zu meiner Familie wieder gefunden. Und es hat mich einfach wirklich ein bisschen befreit. Was nicht heißt, dass sie frei von Fehlern war. Ich habe in dieser Zeit auch ein paar Fehler gemacht, die ich immer noch bereue. Und die Leute, die das betrifft, ich weiß nicht, ob die mir jemals verzeihen können. Ich erwarte es nicht, aber sie sollten wirklich wissen, dass es mir leid tut. Das vorneweg. Das Jahr ging dann eigentlich relativ gut weiter. Ich habe mich dann dazu entschieden, die 12. zu wiederholen. Ich habe mich so ein bisschen weiterentwickelt, was meinen Schnitt angeht. Ich habe angefangen, meine Videos zu schneiden tatsächlich. Es ging einfach dann so darauf zu, dass dann der Sommer kam. Im Sommer hatte ich mir vorgenommen, ja, ich mach das. Habe nichts gemacht und habe dann auf einem Geburtstag von einem Bekannten von mir meine Freundin kennengelernt, was ich wirklich... Gott, diese Beziehung hat mich verändert. Ich fühle mich nicht mehr so halb und das finde ich gut und ich hoffe, das bleibt jetzt auch noch ein bisschen hängen und dafür würde ich auch gerne Danke sagen, weil es hat sich seit September eigentlich nicht mehr so viel verändert. Ich bin halt jetzt in einer neuen Stufe, was ich sehr begrüße meiner Meinung nach, weil es sind einfach neue Leute dazu gekommen, die ich wirklich alle gerne mag. Mich auch gerne in ihren komischen Kreis da, der verrückten Behinderings, die es aufgenommen haben. Leute, ihr seid echt cool und... danke, dass ihr mich so aufnehmt. Und mehr ist dieses Jahr eigentlich nicht mehr so groß passiert. Für mich persönlich war es ein Jahr der Veränderung, ganz klar, im Gegensatz zu 2014. Bei 2014 bin ich irgendwann einfach in so einen Trott reingekommen, wo ich einfach nicht mal rauskam. Und 2015 habe ich es geschafft, aus diesem Trott auszubrechen und einfach mal wieder ich selbst zu sein, was mir die letzten Jahre durchaus ein bisschen gefehlt hat. Aber das habe ich nicht alleine geschafft. Definitiv nicht. Und da würde ich gerne nochmal allen Leuten danken, die hinter mir gestanden haben. Allen voran meine Eltern, meine Freundin, meine beste Kumpelin und mein bester Kumpel, die mich wirklich immer unterstützt haben, wenn es irgendwas ging. Und ohne meinen besten Kumpel hätte ich so Dinge wie die Adlermeisterschaftsfeier oder sonst etwas gar nicht erlebt. Und deshalb danke, Flo. Wirklich. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach mit mir. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, meinen Videos zu folgen, weil ich laber extrem viel und ich laber extrem lange. Aber für die, die es wirklich durchhalten und die mich wirklich unterstützen in dem, was ich mache und die Leute, die mir wirklich zur Seite stehen, danke, Leute. Danke für dieses Jahr. Danke für 2015. Und ich hoffe, 2016 wird mindestens noch mal eine Spur geiler. 2015. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit The Diary für heute. Message of the Day. Es ist nicht so geiles Wetter draußen, aber wenn ihr draußen feiert, zieht euch warm an und nehmt euch einen Regenschirm mit. Es wird kalt, Leute. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank das ganze Jahr über fürs Zuhören.